vertreibt General Kerberos. Ja, wie ich es vermutet habe, würden die hier demnächst an dieser Position durchbrechen. Das heißt, ihr kommt gleich mal hierher und baut mir hier einige Türme auf. Hier liegt, wie viel Schiff liegt hier? 1200, okay. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Mal hier ein paar Aussichtstürme hinsetzen. Die müssen dann auch gleich umgebaut werden. Ich hoffe bloß, wir sind rechtzeitig da. Nicht, dass uns hier gleich jemand angreift. Ja, aber jetzt wirkt alles schon wieder viel wohnlicher und viel grüner auch. Also nicht nur natürlich, dass der Winter vorbei ist und alles grüner ausschaut. Ich meine auch, vorher sah das gar nicht so angenehm aus, wie wir hier zum ersten Mal durchgelaufen sind. Also hier, wie wir uns hier noch auf den Weg gemacht haben, nachdem wir uns hier getrennt haben. Ich würde sagen, wir können erstmal noch die zwei Eisenminen angraben. Dafür brauche ich erstmal noch ein paar Leibeigene. Ihr zweimal nach hier unter diese Mine besetzen und mal hier noch ein paar Leibeigene hinzugeholt. Da blinkt es nämlich schon. Da blinkt es nämlich schon. Noch nicht Feierabend machen. Oh, oder schon die Langschwertkämpfer erforscht. Pilgrim, nichts hastig, nichts hastig. Mal hier bitte die Kanone hinsetzen. Da ist der Turm gleich ausgebaut, können wir uns ein Stück zurückziehen. Da kommt der. Ah ja, der Ballisterturm, sehr gut. Ey, 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 das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Salim, setz mal bitte hier eine Falle. Oha, das war ein voller Treffer. Erik, einen Bonusschaden für alle. Oh, Pilgrim hat's erwischt, das hatte ich fast befürchtet. Oh, Erik, das war jetzt richtig sinnlos, da hier niemand war, der uns angegriffen hat. Und Darius auch in den Dreck gefallen. Okay. Macht aber nichts, wir sind auf sowas vorbereitet. Jetzt bauen wir hier erstmal noch die Türme hin. Okay, gut, das haben wir noch irgendwie retten können. Ihr geht zurück und holt hier neue Truppen. Und dann habe ich, glaube ich, vergessen, die anderen Leibeigenen loszuschicken. Genau, ich habe sie bloß rekrutiert. Jetzt läuft der in die falsche Richtung. Macht aber nichts. Wo ist denn die Jungs? Die müssten hier irgendwo sein. Da, genau, ihr vier. Hier mal runter in das Gebirge. Und die Eisenmine besetzen. Ja, jetzt. Du Kasper, quatsch mir nicht zu. Ach, apropos, nicht zuquatschen. Nicht zuquatschen, da fällt mir ein. Das da müssen. Ui, 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 au, 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 au. Zurück, 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 zurück. Die schießen, die schießen, die schießen. Ich dachte ja nicht, dass es so schnell geht, die wieder aufzuheben. Ich möchte hier übrigens den Beistand mal bei den Tributen. 2000 Taler. Eure großzügige Geste beweist, dass eure Worte wahr gesprochen waren. Wir haben bereits einen Trupp losgeschickt, der jenen Steinschlag beiseite räumt, der euch den Rückweg versperrt. Damit könnt ihr eure Reise nun fortsetzen. Nun, da der Winter endlich zu Ende ist, können wir die Straße nach Norden auch wieder passieren. Er führt direkt zum Lager von General Kerberos. Wir sind bereits dabei, Truppen auszuheben und eine Armee aufzustellen. Jetzt, da der rechtmäßige Thronerbe unter uns weilt, wollen wir alles tun, damit er sein Erbe auch antreten kann. Dieser schändliche Mordred! Sobald unsere Armee stark genug ist, können wir gegen seinen General Kerberos marschieren. Alles Gute auch für euch. Wir treffen uns auf dem Schlachtfeld. Feinde haben Was ein ist denn Heer. hier zu Hause wieder los? Ich Salem, halt habe einfach erwartet, mal alle. dass es beginnt zu Wo ist denn Erik? Erik ist doch hier bei der mitten in der Jetzt Stadt soll nur dabei. dieses Hinfort mit Schlachtfeld dem. erst zu tragen. Das war sehr schön. Nein, Pilgrim wird gleich wieder in den Dreck fallen. Hier mal bitte noch schnell eine Bombe hinlegen. Und die ziehen sich zurück. Das soll mir recht sein, den haben wir noch erwischt. Ja, Puh, okay, gut. Ihr wartet hier, wir bauen die aus. Ja, ich wollte jetzt bloß sagen, wir können unsere zwei Helden wieder zu uns hinzuholen. Aber wehe, jetzt wo wir diesen Weg freigemacht haben, wehe, jetzt kommen hier die ganzen Banditen hoch und verwüsten von Süden her unsere Grafschaft, wahlweise unsere Siedlungen. Das wäre wieder mal, da hätte ich wieder mal das Glück gepachtet, mehr oder weniger. Das haben wir hier auch. Und jetzt gehen wir mal querbeet durch. Es kann ja überall noch ziemlich viel ausgebaut und erforscht werden. Das machen wir doch jetzt alles mal zuerst. Wir haben hier noch, ja gut, mittlere Wohnhäuser. Erstmal hier noch den Schießstand. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, sprach er. Ach ja, genau. Die zwei wollen dann erstmal direkt durch die feindliche Basis laufen. Die werden auch immer lustiger. Lauft doch bitte ihr zwei erstmal bis hierhin.
Da soll doch hoffentlich nichts dabei passieren. Die rekrutieren hier tatsächlich auf, ich bin begeistert. Die könnten vielleicht sogar eine kleine Hilfe darstellen, das weiß ich noch nicht. Hier haben wir ein paar Türme aufgestellt, das soll zumindest mal die ersten Truppen aufhalten. Und jetzt ist schon der erste Kanonenturm richtig beschädigt. Wie vergesst es? Wieso höre ich denn hier ständig Widerhall? Oh, da blinkt schon wieder bei Dario. Das heißt, hier haben wir gleich wieder sehr viel Spaß. Hier will irgendwie niemand... Ne, sammel du mal die Steine. Greifen wir den Turm an oder unsere Leibeigenen? Ne, die Leibeigenen werden in Ruhe gelassen, das finde ich gut. Wo ist denn der... Habe ich die Widerstand? Genau, die Widerstandsfähigkeit habe ich schon erforscht. Oh, ich habe eine Kiste gefunden, wo auch immer. Ach, die laufen hier noch durch, genau. Mal so unauffällig nebenbei. Und hier... Jungs, nicht rausziehen lassen. Oh, apropos nicht rausziehen lassen. Haha. Ihr kommt mal her. Nein, hier passt keine Kanonengießerei hin. Passiert noch was anderes hin? Nein, auch nicht. Schade. Ich möchte hier in der Nähe möglichst irgendwo eine Kanonengießerei haben. Ja, von mir aus errichten wir die hier oben. Damit wir möglichst in der Nähe der Front die Möglichkeit haben, Soldaten zu Kanonen zu rekrutieren. Apropos, da fällt mir noch ein. Fall doch endlich um. Dankeschön. Da fällt mir noch ein, wir können natürlich erstmal unsere Soldaten hinten wieder, wie soll ich sagen, vervollständigen. Ihr geht mir hier noch Holz fällen. Ich habe sonst für euch erstmal nichts weiter zu tun. Ihr habt das hier gebaut, das heißt, wir brauchen hier mal irgendwo noch einen Bauernhof und hier irgendwo noch ein Wohnhaus. Das bauen wir direkt aus. Und dann muss ich, wie schon angedroht, einmal querbeet durch die Botanik stampfen und stanzen und schauen, dass ich alle Gebäude aufrüste. Ach ja, und mein Lieblingsspielzeug habe ich ja noch gar noch nicht gebaut. Ein Kanonengießer. Die Siedlung wird angegriffen, das haben wir schon bereits erledigt. Hier, der hat wahrscheinlich... okay, hier kann ich mir gar nicht angucken, ob der zufrieden ist oder nicht. Anscheinend macht er bloß seine Arbeit. Wir brauchen... Ihr geht mal hier auf keinen Fall Holz sammeln. Ihr nehmt euch mal hier noch einen Leibeigenen mit. Und ihr sprintet einfach mal. Oder kann ich das hier noch hinsetzen? Ach, weißt du was? Wieso soll ich das so weit ausquartieren? Ist doch egal. Stellen wir doch einfach mal direkt hier hin. Als ob man dieses kleine Wegekreuz nicht wegmachen könnte. Stellen wir doch einfach mal hier hin eine Kapelle. Und dann... Ich kann den Geldsegen schon wieder förmlich riechen. Ja, ja, wir sind doch dabei. Und dann können wir das hier auch mal erforschen. Genau. Zack und zack. Hier müsste das ein Eisenstollen sein, aber noch kein Eisenbergwerk. Hier haben wir schon mal ein Steinbergwerk. Hier bauen wir einfach mal noch die Bauernhöfe aus. Wir brauchen bestimmt noch jetzt demnächst einen Platz. Und wenn nicht, dann brauchen wir das halt nicht. Aber mittlerweile haben wir wieder so viel an Materialien gesammelt, dass wir an fast nichts mehr geizen müssen eigentlich. Oh, es regnet wieder, merke ich gerade. Aber solange es dann wieder das Schneien anfängt, soll mir das natürlich nur willkommen sein. Mal hier einfach noch ein paar Sachen querbeet ausbauen. Das haben wir schon. Das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Ja, ja, die Sache mit den Wohnhäusern. Mal das hier. Und dann können wir das nicht ausbauen, weil dazu brauchen wir noch die Bücher. Genau. Das da. Dario bringt schon wieder... Oh ja, jetzt kommen sie da aber an. Aber das ist für die Kanonentürme jetzt gerade eher so süß, glaube ich. Erik mitten rein und einmal im Kreis drehen und oh, da war diese Invasion in meine Richtung ja ein voller Erfolg. Ja, die Kanonen, die fahren ja einfach so aus Spaß an der Freude durch und schießen auf Pilgrims, sind die wahnsinnig. Weg mit euch. Oh, Erik nicht da reinlaufen, das wird böse, das wird böse. Das haben wir erwischt. Zurück mit euch, zurück mit euch, zurück mit euch. Das war knapp. Zack, haben wir nochmal einen aus dem Sattel geboostet. So, können wir jetzt mal unsere zwei Herren und Damen wieder hierher holen? Ja genau, lauft hier mal mitten rein. Ihr seid schon 17 Mann, die nichts zu tun haben. Was ist denn hier wieder los? Erstmal die hier wieder aufrüsten. Auffüllen meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da haben wir hier doch noch einen. Ja, ich eile doch, ich eile doch, ich eile doch. Nö, bis jetzt geht's eigentlich. Oh, Erik hat doch ordentlich kassiert. Salem. Perfekt. Immer so einen Wundheiler dabei zu haben, das ist schon mal sehr, sehr gut. Haben die Jungs hier schon mal angegriffen oder haben bisher bloß gesagt, dass sie aufrüsten?
Ach ne, die ziehen noch drum zusammen. Okay, habe ich irgendwo einen Timer, den ich übersehen habe? Nein. Okay. Okay. Dann, wieso habe ich eigentlich 17 Lab, eigentlich, die nichts zu tun haben? Hier haben wir noch ein bisschen Holzsammler. Nein, Moment, ihr sollt... Nee. Ihr sammelt kein Holz. Ihr baut mir hier mal noch einen Bauernhof. Ihr baut mir das aus. Ihr baut mir das aus. Ihr baut mir das hier aus. Und ihr erforscht direkt das hier. Okay, dies, dies und das. Und dann können wir doch einfach mal hier in der Nähe der Kaserne... Obwohl, hier haben wir sehr viel Platz. Hier passt wahrscheinlich die Reiterei hin. Ich würde eher sagen, können wir hier... Ah, nein, ganz knapp nicht. Können wir irgendwo hier in der Nähe vielleicht noch das richten? Hier so? Nein. Vielleicht hier so? Nein. Habe ich denn eine Möglichkeit, das nicht ewig weit weg zu installieren? Hier tatsächlich ums Verrecken nicht. Obwohl, wenn ich hier noch ewig viel Platz... Obwohl, hier habe ich noch ewig viel Platz. Wenn ich hier oben das ganze Platzsparend reinbaue, könnte da unten noch die Reiterei Platz finden. Obwohl... Obwohl die Reiterei, das sind die Pferde, die sind ja die Soldaten zu Pferd ziemlich schnell. Das ist ja nicht das Problem. Denke ich. Hoffe ich. Vermute ich. Wir sehen das natürlich ebenfalls gleich. So, 7 Mann, die nirgendwo schlafen können. Okay, das sehe ich ein. Hier müssen nämlich noch ausgebaut werden jeweils. Das wird ausgebaut und das wird ausgebaut. Und hier ebenfalls das wird ausgebaut und das wird ausgebaut. Und das müssen wir noch nicht ausbauen oder können wir noch nicht ausbauen, besser gesagt. Hier können wir ausbauen, hier können wir ausbauen, hier können wir ausbauen und ihr könnt Holz sammeln. So, ebenfalls Holz. Oh, wir haben ja fast kein Holz mehr. Wir setzen echt gut Materialien um, das freut mich aber zu sehen. Habe ich noch irgendwelche Tribute? Zahl 5000 Taler und 1000 Steine, um das Old King's Castle in alter Pracht wieder auferstehen zu lassen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das bei uns in den Questlog reingerutscht ist. Habe ich das so übersehen in meinem Wahn? Okay. Ja gut, würde ich sagen, machen wir das doch direkt. Aber ich glaube, das hängt nicht direkt mit den Aufträgen zusammen, oder? Wir sollen Kerberos vertreiben, aber ansonsten... Solange das See nicht gefroren ist, seid ihr von Angriffen aus dem Westen sicher. Stellt eine schlagkräftige Armee auf und stellt euch Kerberos dort, wo er selbst seine Truppen zusammenzieht. Ja, das wäre natürlich von Vorteil. Aber vorher, genau hier... Stark gegen Gebäude, stark gegen Einheiten. Aber weißt du, die Belagerungskanone, die reißt eigentlich so, meines Wissens nach, sowohl die Einheiten als auch die Gebäude auseinander. Ich glaube, das sind wir ziemlich gut vertreten. Und die Bank haben wir ja auch noch. Ach ja, Geld. Geld ist immer wichtig. Geld ist immer wichtig. Mal gucken hier. Nein, aber hier können wir den Baum genau schauen, sage ich doch. Bauen wir direkt mal hier hin. Und hier können wir das noch nicht ausbauen, da hier noch die restliche Forschung fehlt. Jetzt haben wir aber wieder mehr Leute, die keinen Schlafplatz haben. Ich glaube, das habe ich noch nicht so ganz durchdacht, mein System. Das mittlere Wohnhaus hier ist ordentlich belegt. Hier sind alle... Ne, ich glaube, hier müssten alle versorgt sein eigentlich. Wenn nicht, können wir ja nochmal dann ein Wohnhaus errichten. Aber eigentlich sollte hier doch... Müssen wir nochmal nachzählen. Wir haben hier im Bergwerk 6... Ne, 2, 4... Muss ich zählen, haben wir noch 2, 4, 6... 7 Mann, die arbeiten. Hier haben wir 2, 4, 6, 8, 9 Schlafplätze. Das passt ja, glaube ich. 7 und 2? Eigentlich müsste das hier passen. Ach ja. Die ganzen Priester, die haben ja noch nichts weiter an Schlafmöglichkeiten. Leibeigene, wo sind meine Leibeigenen? Hier sind sie doch. Das können wir auch gleich mal aufrüsten. Hier mal bitte noch ein... Wohnhaus zu mir und hier dann noch die Taktiken und dann haben wir zumindest schon mal fast alle Forschungen für diese Mission ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Und was hier mit der Abtei ist, nach wie vor keine Ahnung. Mal schauen, was wir damit machen können. Und wir haben sehr, sehr viel Geld. Oh ja. Und sehr, sehr wenig Ressourcen. Aber das ist okay. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schatzmeister beginnt. Nein. Nichts Feierabend. Die müssen hier auch erstmal alle noch versorgt werden. Oh, es fehlt am Holz. Stimmt, es fehlt am Holz. 7 Mann, die nichts tun. Da kann man irgendwie kein Holz mehr sammeln. Geht ihr mal hier Holz sammeln. Und ihr zwei... Wenn doch hier irgendwo noch ein bisschen Holz zum Sammeln haben, ich wollte schon sagen. Genau, hier haben wir ebenfalls noch Holz. Und du... Ja, komm. Okay, der Baum geht irgendwie komischerweise wieder nicht. Dann gehen wir doch mal mit in diese Richtung und schauen, ob wir hier genau diesen kleinen Wald fällen können. Und dann haben wir dann ja ebenfalls noch genug Sammelmöglichkeiten, theoretisch. Rein theopraktisch. Der Bauer hat wieder keinen Essensplatz. Wieso denn dieses?
Und die Kathedrale ist errichtet. Die Heiligsprechung haben wir einfach mal durchgezogen. So, und jetzt gibt es nochmal wesentlich mehr Geld. Und in dem Zusammenhang können wir auch direkt mal unseren Marktplatz aufsuchen. Weißt du was, komm, wir holen uns einfach mal 1000er an Steinen. Na komm, 1000er an Steinen und geben dafür ein bisschen Geld aus. Wir haben ja jetzt genug. Und ihr vier, von euch 6 Leuten nichts zu tun haben, gehen 3 ebenfalls mal mit Holz fällen. Ich bin wirklich tatsächlich ein bisschen schockiert, dass hier so viele Leute sind, die nichts zu tun haben. Weißt du was, schicken wir gleich alle los. Schicken wir gleich alle los und dann haben wir noch eine neue Technologie erforscht. Kommt ihr auch mal gleich zu mir mit. Nochmal ein paar mehr Soldaten. Mehr Erforschungen. Habe ich denn ansonsten alles erforscht? Hier gibt es nichts zu erforschen. Ach ja, natürlich die Schmiede. Da fehlen natürlich noch viele Sachen. Aber ansonsten halt, stopp. Jetzt wollten wir hier wieder die Maus ausbüchsen. Hier wird noch erforscht, aber ansonsten... Genau, der Streitlanzenträger ist soweit auch fast fertig. Taler und Eisen. Und ansonsten... Dieses Wetter ist echt ziemlich schlecht, merke ich gerade. Aber ist okay. Und jetzt kommt gleich erstmal richtig viel Geld. Und die Motivation sind auf 102%, aber das ist okay. Alles über 100% ist an Motivation noch vertretbar. Und da kommt auch gleich wieder eine Heiligsprechung für... Ja, für die Motivation aller Siedler. Ist eigentlich perfekt. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Jetzt habe ich noch mehr Erforschtaktiken und der Streitlanzenträger. Okay. Reiterei und... Nee, nur Reiter, Ausbau von Ställen. Okay, genau, das war das Ding. Ach ja, genau, dann können wir gleich mal gucken, haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, noch die Ställe hinzusetzen. Ich hoffe natürlich, dass das da unten noch geht. Das war zu erwarten. Okay, es macht aber nichts. Stehen ja ein bisschen abseits. Was ist denn jetzt hier mit den Jungs? Greifen die auch mal an oder sammeln die bloß? Ich zähle 3 Trupps. Das ist ziemlich langweilig eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Da scheint nicht viel zu passieren. Ich meine, die haben auch nicht viel außer eine Zielbrennerei, eine Lehmgrube, Reiterei und ich glaube irgendwo auch einen Schießplatz. Aber da wird nicht viel passieren, glaube ich. Das müssen wir alles wieder mal selber in die Hand nehmen. Wobei ich es jetzt schon schade finde, dass uns hier Mordred nicht mehr besuchen kommt. Aber stopp, habe ich hier irgendwo noch die Möglichkeit? Ich schnapp mir mal hier... Ari, die kannst du nämlich zur Not tarnen. Ich schicke mal schnell Ari nach da unten. Vielleicht gibt es hier unten irgendwo noch einen Siedlungsplatz. Weil irgendwie, wir haben jetzt 3 Trupps. Würde ich mal sagen. 3 Trupps Schwertkämpfer plus 6 Helden. Wir bräuchten aber bestimmt eine Artillerie und Schützen und alles Mögliche. Und haben aber nur noch quasi 50 Bevölkerungseinheiten zur Verfügung. Das finde ich fast ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Gut, ich meine, ich könnte von meinen 32 Leibeigenen wieder welche entlassen. Oder vielleicht die Wirtschaft wieder ein bisschen zurückbauen, aber das wäre ja auch ein bisschen komisch. Also ich denke, so ein dritter Siedlungsplatz ist vielleicht hier unten mit ein bisschen Glück noch versteckt. Oder ich hätte im Winter hier dieses Lager hier platt machen müssen. Vielleicht wäre hier dann noch was gewesen, aber hier schaut es eigentlich auch ziemlich hügelig aus. Also 1, 2 Minen sind hier wahrscheinlich versteckt, aber ansonsten... Egal, Ari, die ist ja da unten... Ari ist da ziemlich unten. Nein, ich meine, Ari ist ja da unten mit ihrer Tarnfähigkeit, falls da unten irgendwas auf uns lauern sollte. Genau, hier wird noch das abgebaut. Ansonsten gilt es wirklich momentan einfach bloß zu warten und zu schauen, dass wir uns hier noch ein bisschen ausrüsten können. Aber immerhin noch 2 Leute, die... 2 Leute ohne Essensplatz und 9 Leute ohne Schlafensplatz. Wieso ist denn, braucht denn der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, da. Der Kanonengießer wohnt da drüben mit drin. Ich verstehe. Okay, das heißt, wir bräuchten hier dann noch ein größeres Haus. Mal hier noch ein besseres Fahrgestell. Und, ach ja, genau, in der Alchemiestube. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Na komm, sagt mir, wo habe ich es hingebaut? Genau hier, Dankeschön. Brauchen wir natürlich auch ein paar. Ja, ein paar Erforschungen, die die Effektivität der Artillerie erhöht, genau. Oh, jetzt wird hier angegriffen, ich sehe schon. Das hier ist eher semi-effektiv, so wie ich das sehe. Der schickt aber auch nicht sein... Doch, jetzt schickt er die Axtkämpfer rein. Was wird passieren? Ich rechne damit, dass die Axtkämpfer komplett ausrasten und alles vernichten. Oh ja, es geht echt ziemlich schnell. Ich sollte mehr Axtkämpfer auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt nicht aufhören, macht bloß den Turm hier kaputt. Die sind besser, als ich dachte.
Oh, das sind gegnerische. Ich wollte gerade sagen, es sind gegnerische Gegner, das macht ja gar keinen Sinn.